Leute, diese Buchberichte waren, naja, sie waren sehr enttäuschend. Ausgenommen das Referat von Andrew Globerman. Sehr gut gemacht, Andrew. Eine Eins? Oh. Das ist gut, oder? Wie hast du eine Eins gekriegt? Das verstehe ich auch nicht. Ich meine, ich habe die süße kleine Geschichte schon gelesen und so, aber... Was, du hast das Ding tatsächlich gelesen? Nun, du erinnerst dich sicher, dass ich meinen Hodensack verstümmelt habe und mir deswegen nicht länger den Stinkschwengel einölen kann. Oh, Andrew, es ist erst 10 Uhr. Na, jedenfalls sitze ich an diesem Abend in meinem Zimmer rum. Keine Ahnung, was ich mit mir anfangen soll, außer mir einzuwedeln. Und dann sehe ich dieses Buch, Nick. Oh mein Gott, und du hast es... Und ich lese dieses gottverdammte Ding. So krass. Es stellt sich raus, man kann auch andere Sachen vollenden. Oh, sieh einer an. Andrew geht es ja so gut und das ohne mich. Okay, du tust mir damit gerade wirklich weh, Maury. Das liegt nur daran, dass ich mich so ehrlichen Herzens für Andrew freue. Okay, du kannst jetzt aufhören, so zu tun, Süßer. Ich weiß, wie hart Trennungen sind. Also erstens ist das überhaupt keine Trennung, okay? Es ist nur eine zeitlich begrenzte Pause. Und zweitens ist es so, dass es mir hervorragend damit geht. Denn unser Andrew hier ist ja auch nur irgendein Klient. Aha. Ich frage mich, ob wir auch mal zu meiner sexuellen Entwicklung hinüberschwenken können. Oh klar, natürlich. Es tut mir sehr leid.